Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Umfragevideo von mir, wo ich ein wenig mit euch reden werde und dabei ein bisschen Sonic Battle spiele auf dem Game Boy Advance. Ja, in meinem letzten Infovideo habe ich euch gefragt, was ich als nächstes spielen soll, denn ich habe ja die Problematik, dass ich die Spiele, die ich spielen möchte, also sowas wie Beyond Good and Evil oder Psychonauts, aktuell nicht spielen kann, einfach weil mein PC nicht gut genug ist und ich auf einen neuen spare. So, und ich habe euch gefragt, welche Spiele ihr gerne von mir sehen würdet, die nicht so anspruchsvoll sind, die ich einfacher aufnehmen kann. Und es kamen ein paar Vorschläge, allerdings ja nicht so viel, mit dem ich direkt was anfangen kann, um ehrlich zu sein. Also zum Beispiel, der Grindig hat vorgeschlagen Vampire the Masquerade Bloodlines, was ein Spiel ist, auf das ich sowieso schon mein Auge geworfen habe. Allerdings habe ich das vorher noch nie gespielt und davon möchte ich auf keinen Fall ein blindes Let's Play machen, einfach weil es ein Rollenspiel ist und ich keine Ahnung von der Welt habe. Also bevor ich das spielen als Let's Play spiele, möchte ich das doch vorher nochmal privat gespielt haben und vor allem möchte ich mich ein bisschen mehr über die World of Darkness informieren, also das Pen-and-Paper-System, in dem das Ganze spielt. Und ja, solche Argumente gibt es halt bei den meisten Titeln, dass ich es einfach nicht kenne und nicht gespielt habe und kein gutes Let's Play dazu machen kann. Zumindest ist das für mich ein gutes Argument dagegen, dass ich sowas spiele. Ich muss mal eben kurz andere Maps hier reinstellen. Emerald Beach. Ja, Battle Highway ist gut. So. Ja, machen wir das doch so. Ja, wie gesagt, also es kamen einige Vorschläge. Ein Vorschlag, den ich spielen würde, ist Anodyne. Dieser Vorschlag kam von Panda Papst. Das ist eine Art Zelda, allerdings ein Indie-Spiel. Also er meint, es ist eine Mischung aus Zelda und Yume Nikki. Allerdings hatte ich Yume Nikki nie gespielt und Anodyne habe ich auch noch nicht durch. Aber das ist in dem Fall nicht so schlimm. Also ich würde es trotzdem spielen. Dann würde ich weiterhin bei Zelda bleiben. Da hat mir zum Beispiel auch der Tabasco 6666 vorgeschlagen, dass ich doch Zelda Mobile spielen soll. Eine Handy-Version von Ur-Zelda, also quasi ein Remake. Ein Fan-Remake natürlich, also es gibt leider keine offizielle Version. Da bin ich mir aber auch nicht ganz sicher. Ich habe mir Videos dazu angeschaut und es fehlt die Politur, die normale, also offizielle Zelda-Spieler haben. Und wie gesagt, ist es auch ein Spiel, das ich bisher noch nicht gespielt habe und deswegen ungern ein Let's Play davon machen möchte. Allerdings, wovon ich ein Let's Play nach wie vor machen möchte, ist von den beiden Oracles-Teilen für den Game Boy Color. Und zwar würde ich, wenn ihr das von mir sehen möchtet, mit Oracle of Seasons anfangen und danach Oracle of Ages spielen, denn die Story von beiden Spielen ist miteinander verknüpft. Und ja, mehr dazu würde ich natürlich erzählen, wenn das Projekt wirklich starten würde. Ein anderer Titel, den ich selber noch, also auf den ich selber noch gekommen bin, den ich mir überlegt habe, der unter anderen Videos von mir schon mal von mir gewünscht wurde, von euch, ist Gothic. Und da habe ich überhaupt nicht mehr dran gedacht, aber Gothic würde ich auch sehr, sehr gerne spielen. Also den ersten Teil und davon ein Let's Play machen. Und ja, ich denke, das würde auch ziemlich cool werden. Ansonsten glaube ich, habe ich jetzt nichts vergessen soweit. Also die Titel, die zur Auswahl stellen, sind Anodyne, The Legend of Zelda, Oracle of Seasons und Ages dann. Das zählt beides als eins. Und Gothic. Ja, ich würde mal sagen, ihr könnt hier in den Kommentaren unter diesem Video einmal abstimmen, was ihr gerne sehen möchtet und ich werde dann die Stimmen zählen und das, was die meisten Stimmen hat, wird dann wahrscheinlich von mir gespielt, falls nicht noch irgendwelche anderen Änderungen kommen oder ich Lust auf was anderes habe. Das weiß ich ja vorher nie. Aber der Titel mit den meisten Stimmen hat doch eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich ihn spielen werde. Also, ich hoffe, eure Stimmen kommen zahlreich und ihr wollt auch das sehen, was ich jetzt hier vorgeschlagen habe. Und ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich bei meinen nächsten Videos und ja, einen schönen Abend noch oder schönen Tag oder welche Tageszeit ihr auch immer habt. Also, macht's gut!